Dass es ein anstrengender Tag wird, habe ich schon geahnt, als ich wach geworden bin. Die Katzis haben wieder das ganze Bett vollgeflauscht, aber egal, die sind ja so süß. Und frisch bezogene Bettwäsche, adieu. Im Badezimmer habe ich das neue Blatt gemerkt an meiner Pflanze. Ich glaube, es bewegt sich. Ich beobachte dich, Pflanze. Dann bin ich runtergegangen, weil Cosmo so geschrien hat. Aha, er wollte eigentlich nur spielen und den Wunsch wollte ich ihm nicht verweigern. Als wir dann gespielt haben, habe ich gehört, irgendwas macht so Riesenkrach in der Küche und dachte, ah, Marcel macht Frühstück. Aber nein, er hat nur die Spülmaschine ausgeräumt. Und da der Junge erst seit 2 Jahren in seinem eigenen Haus wohnt, weiß er noch nicht, wo das ganze Zeug hinkommt. Dann musste ich Cosmo davon abhalten, auf den Dachboden zu gehen, weil Marcel das Ding geöffnet hat und meinte so, ja, halt mal Cosmo davon ab. Ich so, ja klar, ich bin noch unten. Hat aber funktioniert. Dann hat Marcel wirklich Frühstück gemacht. Und ich habe Frühstück für die Cats vorbereitet. Das alte Geschirr musste erstmal weg und frisches rein. Sie bekommen eine Miamor-Suppe morgens, eine Dose für 2 und abends nochmal eine Dose für 2. Natürlich nicht nur das, sondern viel mehr, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Dann haben wir selbst gefrühstückt. Ich hatte Kuchen zum Frühstück. Das ist okay. Marcel wollte sein Rührei nicht essen, was ich für ihn gemacht habe. Angeblich ist es angebrannt gewesen. Richtig undankbar. Ich habe es nur eine halbe Stunde auf dem Herd vergessen. Während wir gefrühstückt haben, wollte Cosmo unbedingt spielen und hat uns natürlich seine Lieblingskatzenangel angeschleppt. Dann hat er mich so lange genervt, bis ich aufhören musste zu essen und dann mit ihm spielen. Macht ja nichts, so viel Hunger hatte ich eh nicht. Und dafür, dass er so brav war, hat er noch ganz viele Kussis abgesahnt. Und Apollo habe ich dann auch gekrabbelt, damit er sich nicht so vernachlässigt fühlt. Ich habe dann immer sonst nämlich ein schlechtes Gewissen, weil Cosmo sich so viel mehr Aufmerksamkeit einheimst als Apollo. Aber Apollo hat es auch nicht so nötig wie Cosmo. Dann haben wir uns schnell fertig gemacht, weil wir noch ganz schön viel im Garten zu tun haben. Und es geht ja nicht ohne die Katzis, die müssen immer mitkommen. Aber es war diesmal nicht ganz so ungefährlich im Garten. Erstens stand der Schuppen überwiegend auf. Cosmo hat überall seine Nase reingesteckt, obwohl er das nicht darf. Wie zum Beispiel hier in dieses Loch hat er auch einmal reingeguckt. Als ich dann gekommen bin, ist er schnell abgehauen, weil er ganz genau weiß, der darf das nicht machen. Keine Sorge, ich habe immer aufgepasst, dass ihm nichts passiert. Und Marcel wollte in die Zisterne klettern, um es von innen sauber zu machen. Das hat er dann auch getan. Ende.